Hallo, 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 einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte dir mal einen ganz, ganz wichtigen Tipp mitgeben, wie du aufhörst, wenn du das möchtest. Hallo, liebe Regina. Dir selbst künftig im Weg zu stehen, ganz kreativ. Ich kenne diese Eigenschaft auch von mir, so aus meinem früheren Leben. Ich bringe dir mal ein Beispiel. Ich habe mich für etwas entschieden, was ich machen will oder kaufen will oder irgendwie so ersten Impuls gefolgt, meinem Herzen gelauscht. Das mache ich, das ist es. Gleich, was es ist, ob es jetzt ein Coaching ist oder ob es sonst irgendwas ist. Ja? So, und dann hat man sich aber noch nicht zu 100% committed, das auch zu machen, das auch durchzuführen. Und dann fängt man an zu überlegen. Dann setzt du das Gedankenkabarett ein. Ja, nein, vielleicht, vielleicht auch nicht. Doch, wo ist der Haken an der Sache? Funktioniert das wirklich? Was ist, wenn ich es dann doch nicht gebrauchen kann oder wenn es doch nicht das Richtige ist? Ja, nein, vielleicht und, und. So. Und dann fängt man schon mal an zu suchen, unbewusst. Wo ist jetzt der Haken an der Sache? Vielleicht kennst du solche Situationen aus deinem Leben. Und je mehr man dann auf der Suche ist, genauso wie man das Haar in der Suppe finden will, dann findet man irgendwas, was noch unklar ist. Und dann klärt man das so ab, kriegt eine Antwort drauf, ist wieder mit dem Herzen dabei und sagt, ja, okay, ich bleibe jetzt bei dieser Entscheidung. Und dann schläft man eine Nacht drüber. Am nächsten Morgen ist dann alles auch noch so, ja, Impulse sind da, aber irgendwie fängt man doch noch mal an zu zweifeln. Das heißt, man hat erstmal auf den ersten Impuls gelauscht. Was ist da in einem drin? Das fühlt sich jetzt gut an. Ist völlig egal, was es ist. Muss nicht unbedingt ein Coaching sein, kann auch irgendwie ein Kleidungsstück oder ein Einkauf oder sonst irgendwas sein. So. Eine Nacht drüber geschlafen, am nächsten Morgen ist man schon wieder so ein bisschen am Zweifeln und dann wird die Diskrepanz zwischen Herz und Kopf immer größer. Herz sagt weiterhin ja, Seele auch, mach endlich, mach das. Und der Kopf sagt, nee, ist vielleicht doch nicht das Richtige und fängt wieder an zu zweifeln. Und so sitzen wir dann zwischen zwei Stühlen. So sitzen wir dann zwischen zwei Stühlen, verwenden ganz viel Energie dafür. Und dann suchen wir weiter den Haken an der Sache und finden dann tatsächlich irgendeinen kleinen Haken, der eigentlich gar keinen ist, weil den kreieren wir uns selbst, um uns dann letzten Endes zu erzählen, doch nicht das Richtige für mich. Und was passiert dann mit dieser unbewussten Kreativität? Haben wir mit unserem süßen Köpfchen uns wieder eine Realität erschaffen, die uns weiter im Hamsterrad gefangen hält, die uns weiter im goldenen Käfig gefangen hält, die uns weiter in der Spirale drin weitere Runde drehen lässt. Das heißt, wir könnten eigentlich durchstarten, aber durch diesen ganzen Kreislauf haben wir uns dann selbst auf eine wirklich kreativ, unbewusste Art und Weise selbst nochmal die Schranke zugemacht, zu uns selbst zu finden, herauszufinden, was steckt da in einem drin, was ist denn überhaupt mein Seelenplan, was entspricht mir selbst, was ist das eine Ding, was ich hier eigentlich machen möchte, um dann irgendwann, keine Ahnung, in 4 Wochen, in 2 Monaten oder in einem Jahr oder in einem halben Jahr festzustellen, verdammt, bin ja doch wieder keinen Schritt weitergekommen, habe mal wieder eine Schleife gedreht und dann fängt man wieder an zu suchen. Deshalb würde ich dir mal gerne diesen Tipp weitergeben, wie ich das inzwischen mache, weil ich diese Sachen, dieses Beispiel, was ich dir gerade gebracht habe, nur zu gut kenne. Und ich hatte heute Mittag, fällt mir gerade ein, auch noch ein Gespräch mit einer Dame, die im März schon in meine Akademie kommen wollte. Und
Wir hatten damals auch soweit alles klar gemacht und dann ist so eine ähnliche Gedankenspirale dann auch nochmal losgegangen. Und dann hat sie sich letzten Endes nochmal dagegen entschieden. Und heute hatten wir zufällig telefoniert und ich habe ja gefragt, wie geht's dir denn und so. Und ja, ganz schlecht und das ist inzwischen noch und das ist inzwischen noch. Und jetzt würde sie dann gerne. Thema ist halt nur, dass ich einiges in der Akademie geändert habe und natürlich auch die Preise geändert habe. Das heißt, jetzt hat sie sich im Grunde genommen durch ihre eigene kreative Phase, wo sie damals dann, ja, sich dann letzten Endes doch dagegen entschieden hat, steht sie jetzt natürlich nochmal da und steht vor anderen Preisgestaltungen. Dann ist nochmal die Herausforderung, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Dass man noch zusätzlich als Beispiel, ich merke gerade, wie das Universum mir da heute so Informationen geschickt hat, um dir da das weiterzugeben, um dir dabei einfach zu helfen, das zu erkennen, wie kreativ wir mit unserem Kopf dann manchmal unterwegs sind und so selbst nochmal eine Schranke zuzumachen. Ich kenne es nur zu gut von mir selbst, aus von früheren Zeiten. Jetzt gehe ich hin, wenn ich etwas sehe oder ein Coaching irgendwie sehe oder irgendwo was sehe, was ich gerne haben möchte, lausche ich in mich hinein. Erster Impuls, Herz und Seele sagen ja, dann entscheide ich mich dafür und dann ziehe ich das auch durch. Und wenn mein Köpfchen dann irgendwo nochmal das Haar in der Suppe sucht oder den Haken an der Sache, dann erkenne ich das. Und lass mich nicht auf meinen Kopf ein, sondern lausch weiterhin auf mein Herz und folge immer diesem ersten Impuls. Denn dein Herz und deine Seele, die können dich nicht belügen. Und damit vermeide ich solche kreativen Denkweisen des Kopfes, die mich dann letzten Endes wiederum zu Fehlentscheidungen führen, wo ich mir dann selbst eine Schranke zumache, egal was ist. Und das wollte ich jetzt einfach mal mit dir teilen hier und dir als Impuls schenken. Wenn du vor irgendwelchen Entscheidungen stehst, sei es, dass du dir irgendetwas kaufen möchtest oder sei es, dass du hier schon seit einer Weile um mich herumschleichst, sag ich mal, und dir überlegst, buche ich jetzt mein Erstgespräch, spreche ich mal da mit der Irmgard oder komme ich zu ihr in die Akademie oder was auch immer, dann lausch auf deinen ersten Impuls, mal grundsätzlich. Dieser erste Impuls, der kommt aus deinem Herzen. Der kommt nicht aus deinem Kopf, so schnell kann dein Kopf gar nicht denken. Der kommt aus deinem Herz, der kommt aus deiner Seele. Und wenn sich das, wenn der erste Impuls ein Ja ist zu dem, was du gerne hättest, was auch immer, dann bleib dabei. Und lass dieser kreativen Phase des Denkers, des Verstandes, der an allen möglichen anderen Kram anknüpft, lass dem so keine Chance und geh gleich in die Beobachterrolle. Was ich mir da auch manchmal sage, ist, ist ja interessant, was da ist schon wieder in mir denkt. Ist ja interessant, was da jetzt an Gedanken aufkommen. Was mein Schwätzer da oben mir jetzt schon wieder erzählen will. Und sobald ich dann in diese Beobachterrolle gehe, gehe ich damit nicht in Resonanz und lass mich da nicht wieder irr machen und zwischen zwei Stühlen setzen, soll ich jetzt, soll ich nicht, also diesem Gedankenkabarett freien Lauf lasse. Also lausche auf deinen ersten Impuls, wenn sich das gut für dich anfühlt, dann bleib dabei. Der erste Impuls kommt immer aus deinem Herzen, aus deiner Seele. Deine Seele und dein Herz können dich nicht belügen. Alles andere sind dann Geschichten und Konstrukte, wie wir auf kreativ und wie wir wirklich auf kreative Weise da nochmal eine Schranke zumachen und schon sind wir wieder im Schneckenhaus zurück und denken dann irgendwann, hätte ich doch nur. Wo könnte ich jetzt schon stehen in meinem Leben? Hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört. Das kennen wir ja alle auch nur zu gut. Und indem du auf den ersten Impuls lauschst, bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Okay? Ihr Lieben, meine Liebe, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Bis ganz bald. Tschüss.